Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen zu spät und bitten um Nachsicht, aber wir sind da und ihr seid auch da. Darüber freue ich mich. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Andreas. Andreas ist 28. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Hallo. Um was geht's bei dir? Meine Freundin hat gerade mit mir Schluss gemacht. Oh, war ja. Gerade eben? Gerade eben, ja. Nach wie vielen Jahren oder Monaten? Ja, leider noch nicht. Es waren knapp 6 Monate. 6 Monate. Warum hat sie Schluss gemacht? Ja, es ist eine schwierige Geschichte. Sie ist alleinerziehende Mutter. Ja, wie alt? Sie 23 Jahre, ihre Tochter ist 3 Jahre. Ja. Und ich habe sie kennengelernt. Es war schon immer so, dass sie halt Geldprobleme hatte. Alle Rechnungen zu bezahlen und so. Sie hat eine Erzieherin als Job gelernt, aber findet nichts und sagt, sie kriegt das auch schlecht hin mit ihrer Tochter und macht dann halt so Gelegenheitsjobs. Unter anderem Escort-Service. Escort-Service? Ja. Ist das jetzt die vornehme Umschreibung für Prostitution? Nein, das ist es noch nicht. Nee. Sondern das ist wirklich mehr so, wie sie mir das geschildert hat, dass sie halt mit Männern abends essen geht oder es kommt dann auch mal vor, dass zum Beispiel jetzt am Wochenende hätte sie normalerweise eine Geschäftsreise, wo sie dann mitfahren sollte für über 2 Tage. Achso, sie begleitet dann irgendwelche Geschäftsleute und geht mit denen essen und macht Smalltalk oder geht mal mit ins Theater. Ja, genau. Aber die geht nicht mit den Leuten in die Kiste. Ja, das ist ja jetzt das Problem. Das ist das Problem? Ja, das ist jetzt das Problem. Und zwar hat sie das getan. Ach, sie hat es getan. Also im Rahmen ihres Jobs? Im Rahmen ihres Jobs, ja. Ja. Das erste Mal? Sie hat im Moment ziemlich viele Schulden, ziemlich viele Rechnungen zu bezahlen. Mhm. Wie hoch sind denn die Schulden? Ja, es ging da jetzt konkret, diese eine Sache, es ging da um Krankenversicherung. Sie hat sich jetzt neu krankenversichert, sie war eine Zeit lang nicht krankenversichert. Mhm. Und sie hätte jetzt 600 Euro zahlen müssen am 15. und sie wusste nicht genau, wie sie das Geld zusammenkriegt. Mhm. Und ich habe immer gehofft, so, dass sie das anderweitig auf die Reihe kriegt und dass die Aufträge, dass sie das irgendwie hinbekommt, dass das reicht, das Geld, was sie da verdient. Mhm. Und ich habe immer schon irgendwie ein komisches Gefühl dabei gehabt. Ich war mir nie, es ging mir immer relativ schlecht, wenn ich wusste, sie war unterwegs, weil, wie gesagt, wir sind noch nicht so lange zusammen und das Vertrauen war auch noch nicht so groß. Und in den letzten 2-3 Wochen ist sie ziemlich abweisend zu mir gewesen. Mhm. Hat mich nicht mehr besucht, wollte auch nicht, dass ich vorbeikomme, hat immer irgendwelche Gründe vorgeschoben. Mhm. Und als sie dann heute mit mir telefoniert hat und wieder so kühl zu mir war, da habe ich dann einfach gedacht, so, ich weiß jetzt, wann sie am Schluss hat, wann sie von der Arbeit kommt. Und ich fahre einfach mal nach ihr nach Hause und ich rede einfach mal mit ihr. Ja. Wie gesagt. Das ist jetzt heute Abend passiert? Also heute Abend hast du dann mit ihr geredet? Ja, genau. Und was hat sie dann dir konkret erzählt? Ja, sie hat mir halt konkret erzählt, dass sie mit einem Herrn essen war und dass der ihr, dass sie sich halt mit ihm auch über die Probleme, die sie hat, unterhalten hätte. Mhm. Und sie hat ihr halt angeboten, er würde ihr diese Rechnung bezahlen oder so, wenn sie mit ihm ins Hotel geht und mit ihm Sex hat. War das jetzt kürzlich oder liegt das schon ein paar Wochen zurück? Das muss in den letzten 3 Wochen geschehen sein. Ja. In der Zeit, wo ich sie jetzt nicht gesehen habe. Und das hat dich umgehauen? Jetzt völlig umgehauen. Das hat dich so umgehauen, dass du Schluss gemacht hast? Nein, sie hat Schluss gemacht. Sie hat Schluss gemacht. Ja. Ich habe ihr sogar noch gesagt, das kann ich selber nicht verstehen, dass ich ihr sogar noch verzeihen würde. Mhm. Dass ich, wenn ich mir sicher wäre, dass sowas nie wieder passieren würde. Mhm. Nie wieder. Mhm. Dass sie mir jetzt versichern könnte, dass es wirklich nur dabei bleibt, mit den Leuten essen zu gehen und so. Und sie hat gesagt, wenn sie nochmal in so eine finanzielle Situation kommt, kann sie dafür nicht garantieren und weil sie weiß, dass ich damit nicht zurechtkomme, soll ich jetzt besser fahren und auch nicht mehr wiederkommen. Mhm. Sind wir denn sicher, dass sie es wirklich zum ersten Mal gemacht hat? Ja, das beim Escort-Service ist das erste Mal passiert. Das ist vorher schon einmal passiert. Ah ja. Hat sie dir das jetzt auch gerade erst erzählt oder wusstest du das vorher? Das wusste ich schon länger. Mhm. Das war relativ am Anfang unserer Beziehung. Mhm. Aber das war dann auch jetzt keine Jobsache, das war damals privat. Also da hat sie mir gesagt, wir waren noch nicht lange genug zusammen, sie war sich sehr unsicher noch in unserer Beziehung. Ja. Und das war ein Abend, wo sie sehr viel getrunken hat. Und wie lange macht sie diesen Escort-Service denn schon?
seit 3-4 Monaten. Ja. Und sie hat vorher schon mal für Geld mit jemandem geschlafen, bevor ihr zusammengekommen seid? Nee, das nicht. Nein. Doch, du hast es gerade verstanden. Nein, nein. Also es ist schon mal am Anfang unserer Beziehung passiert, dass sie mit einem in die Kiste gehüpft ist, aber das hatte nichts mit ihrem Geschäft oder mit Geld oder irgendwas zu tun. Ach so. Und wie gesagt, jetzt ist es das erste Mal gewesen, dass es auch so weit gekommen ist. Ja. Weil sie sich nicht anders zu helfen wusste, sagte sie. Konntet ihr so offen noch reden, dass du irgendwie mitbekommen konntest, wie sie sich dabei fühlt jetzt? Ich glaube auch ziemlich beschissen. Ich meine, sie hat Schluss gemacht, das ist ja schon heftig, ne? Ja, sie hat halt Angst, dass es nochmal vorkommt und dass sie mich dann nochmal verletzt und das wollte sie nicht und da hat sie gesagt, es wäre besser, ich komme nicht mehr wieder. Weißt du, wenn ich das so höre, sie hat Angst, dass das nochmal vorkommt. Ja. Die Frau ist eine erwachsene Frau. Ja. Und sowas fällt nicht vom Himmel und das kann man entscheiden, ob man das will oder nicht. Ja, stimmt. Und ich finde, für 600 Euro geht man nicht auf den Strich, wenn das nicht... Das ist nicht nötig. Punkt. Aus. Kein Kommentar. Es gibt ja auch noch viele andere Sachen rundherum. Ne? Dann sagt sie argumentiert dann halt damit, sie muss Kindergartenbeitrag zahlen, Telefonrechnung. Ja gut, es gibt immer Begründungen. Ja? Es gibt immer Begründungen. 1000 andere Menschen und Frauen kriegen das auch irgendwie auf die Reihe, ohne auf den Strich zu gehen. So denke ich eigentlich auch darüber. Und ja. Hast du Kohle? Ja, das sieht im Moment bei mir auch nicht rosig aus. Auch nicht. Ich bin gelernter Chemikant und ich bin im Moment arbeitslos. Ja. Also, ich muss also auch gucken, wie ich hinkomme. Ja. Gab es denn mal Versuche oder Anfragen von ihr am Anfang eurer Beziehung, dass sie gesagt hat, vielleicht kannst du mir was geben oder mich unterstützen? Nee, das war nie so der Fall. Nein. Da war sie sich, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, mir gegenüber war sie sich anscheinend zu stolz und in dem Moment irgendwie weiß ich nicht, was sie da geritten hat. Sowas zu tun haben. Dein Gefühl für die Frau ist groß, das höre ich so an der Stimmlage, wie du mir das erzählst. Ist auch, ja. Was denkst du, wie es jetzt weitergeht? Ich glaube, ich muss es akzeptieren, dass ich das, glaube ich, erledigt habe. Bitte? Das? Dass sie das, glaube ich, erledigt hat zwischen uns. Also mich macht so stutzig, muss ich sagen, dass sie gesagt hat, das kann wieder passieren. Das heißt für mich, dass sie innerlich schon damit kalkuliert, das wieder und vielleicht immer wieder zu machen. Dass sie es für sich vielleicht gar nicht so schlimm findet. Und dass sie vielleicht sogar irgendwie Lunte gerochen hat, dass man so relativ problemlos, in Anführungszeichen, Kohle verdienen kann. Und sie aber schon weiß, dass das mit dir nicht zu machen ist und deshalb gesagt hat, nein. Ich meine, es ist heute erst besprochen worden. Ja. Sicherlich wäre es gut, wenn ihr nochmal miteinander redet und du dir vorher überlegst, was du genau sie fragen solltest. Nämlich diese Fragen, ob das für sie wirklich eine Perspektive ist. Ob ihr das vielleicht gar nicht so viel ausmacht. Mit anderen... Doch, also sie sagte schon, es würde ihr was ausmachen, aber sie hat in dem Moment keine andere Lösung gesehen und sie sucht auch nach anderen Wegen, irgendwie an Geld zu kommen, aber ja. Sie sagte, in dem Moment wusste sie ihn halt nicht alter Falter. Und ja. Deswegen hätte sie das gemacht. Ja, ja, aber sie sagt es mit dem Beisatz, es kann wieder passieren. Ja, es kann wieder passieren, wenn sie nochmal in so einer Situation gerät. Ja. Also insofern fände ich schon ein nochmaliges Gespräch, ein sachliches Gespräch nochmal doch sehr sinnvoll. Und wenn du dann aus dem Gespräch herausgehst und hast das Gefühl, sie plant das wirklich für sich irgendwie nochmal ein, falls es eng wird, ja. Dann ist die Entscheidung wahrscheinlich richtig, dass ihr nicht zusammenkommt. Sollte sie aber vielleicht dann glaubwürdig signalisieren, dass das jetzt einmal passiert ist und ihr vielleicht gemeinsam euch hinsetzt und überlegt, wie man das auch auf anderen Wegen finanzieren kann, was zu finanzieren ist, dann hätte das ja nochmal eine Chance. Aber... Mein Eindruck ist eigentlich so. Jetzt hat die Ärzte mein Herz mit dem Laster überfahren. Das dauert bei mir auch erstmal ein paar Tage. Das glaube ich. Klar, wenn du es gerade erst erlebt hast und gehört hast, lass mal ein paar Tage verstreichen. Und dann ruf sie nochmal an und sag, dass du nochmal reden möchtest. Okay. Und manchmal ist es ganz gut, sich vorher die Fragen genau zu überlegen, die man fragen möchte und die sich vielleicht sogar aufzuschreiben, weil im Eifer des Gefechts oder vor Aufregung oder vor Emotionalität fallen einem dann die Fragen nicht ein. Ja. Überleg dir, was für dich ganz entscheidend ist, welche Fragen du für dich beantwortet werden möchtest
haben möchtest. Ja. Und wenn die nicht so eindeutig, hundertprozentig eindeutig so sind, wie du es für richtig hältst, für dich, dann ist die Entscheidung gefallen. Okay. Aber vielleicht kann man ja noch was retten. Ja, ich hoffe es. Lieber Andreas, toi toi toi, alles Gute. Ja, danke schön, Domian. Ne? Tschüss, Andreas. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier im Radio, bei 1Live, im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und bei 1Festival, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Melanie ist hier und Melanie ist 23. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Melanie, was ist dein Thema? Also, ich führe im Moment eine Beziehung mit zwei Männern, die nichts voneinander wissen. Und sie lacht dabei. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin auch ein bisschen verzweifelt. Ja, die beiden Männer sind so über dich gekommen, da konntest du gar nichts führen, ne? Ja, so ungefähr. Genau. Nein. Du Armes. Nein, um Gottes Willen, nein. Das ist so. Erzähl mir ein bisschen über die Männer. Wie lange bist du mit denen zusammen? Also mit dem einen bin ich ein halbes Jahr, seit August bin ich mit ihm zusammen. Den habe ich auch durchs Internet kennengelernt. Also ich war früher noch nie im Internet chatten und war ich zum ersten Mal drin, habe ihn dann kennengelernt. Ich muss dazu sagen, er wohnt auch 150 Kilometer weiter weg von mir. Und der andere, wie lange läuft das? Das läuft 2 Monate und der wohnt direkt bei mir um die Ecke. Also praktischer. Den du wahrscheinlich auf der Straße kennengelernt hast oder schon länger kennst, oder? Nee, ich habe ihn im Café kennengelernt, ja. Mhm. Und hast du ihn angesprochen? Ja. Obwohl du einen Freund hattest, der 150 Kilometer entfernt. Ja, normalerweise bin ich auch schüchtern, aber... ja, ich weiß es eben. Ich weiß auch die Situation nicht so richtig einzuschätzen, weil derjenige, der weiter weg wohnt, der hat es mir direkt angetan. Also wir haben uns nach 2 Wochen getroffen gehabt und da hat es direkt bei mir einen Knall gegeben im Kopf. Und ich konnte nichts mehr sagen. Normalerweise bin ich so eine Quatschtante. Ich arbeite auch im Telekommunikationsbereich und ich kann wirklich viel reden. Aber der hat es mir direkt angetan und beim ersten 2 Mal Treffen habe ich nichts gesagt, außer hallo, wie geht's dir? Danke für die Einladung und tschüss. Und ja, ist klar, dass er dann irgendwann das Interesse verliert an mir. Wie, verstehe ich jetzt nicht. Du hast dich schon mit ihm öfters getroffen. Ich hatte mich öfters, ja, ich treffe mich auch heute noch öfters. Also einmal in der Woche treffe ich mich mit ihm. Ja. Warum meinst du da und tschüss? Ja, weil das, wir haben uns nicht richtig unterhalten. Also es kam keine richtige Unterhaltung zustande. Also ich konnte mich nicht so geben, wie ich eigentlich wirklich bin. Ja. Dennoch lässt du die Sache seit einem halben Jahr laufen. Ja, weil ich irgendwie in ihn verliebt bin, ne? Also ich bin ja, wenn man in jemanden verliebt ist, sieht man den nicht und sagt und tschüss. Warum bist du in ihn verliebt? Ich weiß es nicht. Durchs Internet und so durchs Schreiben und habe ich schon viel von seinem Charakter kennengelernt, er von meinem auch. Wie oft habt ihr euch denn jetzt in diesem halben Jahr real schon gesehen? Höchstens 10 Mal. Und wie lange dann? Nur ein paar Stunden oder auch schon mal ein Wochenende? Nee, schon ein paar Stunden. Nur ein paar Stunden? Nur ein paar Stunden. Gab es denn Sex schon miteinander? Ja, das ist ja nochmal das schwierige Thema. Also ich habe eigentlich ziemlich lange gewartet mit Sex. Ne? Ja. Aber ja, jetzt vor einem Monat, noch nicht mal einen Monat, 2, 3 Wochen, ja. Ja, was ja. Da haben wir miteinander geschlafen. Ja, und es war nicht so dolle, oder wie? Nee, es war nicht so toll. Warum? Ja, erstens hat er mir vorher noch nie gesagt, dass er mich liebt. Aber bei dem Akt selber hat er es mir auf einmal gesagt, was auch schon ziemlich komisch war. Was ja eigentlich toll ist, wenn man verliebt ist und wenn man das dann gesagt bekommt. Ja, natürlich, aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr, also es tat auch nicht so sehr weh, aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr einfühlsam. Ja, er sollte mehr einfühlsam sein. Also er ist nicht gerade so der Zauberer im Bett. Ja, genau. Wenn man es vorsichtig ausdrückt, er ist kein guter Liebhaber. Ja. Und dann sagt er zwischendurch auch noch, ich liebe dich. Genau. Und da war bei dir Schluss mit lustig und Schluss mit Lust. Da habe ich mir erstmal gesagt, okay, da kam ich dann auch total zum klaren Kopf, meinte ich so, nee, tust du nicht. Weil im Endeffekt, ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte, weil ich kam mir da schon ein bisschen veräppelt vor von ihm. Ja, und veräppelt, weil er dich sexuell relativ hart angenommen hat oder ungeschickt angenommen hat und dann sagt er mittendrin, ich liebe dich oder wieso veräppelt? Ja, weil er mir genau in dieser Situation gesagt hat, ich liebe dich. Er hat es ja auch vorher schon sagen können. Ne? Aber gerade in dieser Situation sagen Männer viel, was sie... Dass sie hinterher bereuen oder oder was ja, natürlich nicht so stimmt. Ja, wahrscheinlich. Weil im Hochgefühl
des Hochgefühls plappert man schon mal gerne was raus. Genau, und er sagt auch, er hatte eben halt zu wenig Zeit und okay, er meldet sich zwar jeden Tag 3-4 Mal, er mailt mir, aber wir telefonieren auch nicht miteinander. Also er bemüht sich auch nicht richtig, also ist hier nicht so sein Interesse an mir. Ja, aber Melanie, was reden wir da? Im Prinzip, wie du das ja schilderst, ist die Sache doch eigentlich schon passé. Was willst du mit dem? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich finde ihn so toll. Ja, was ist denn toll an ihm? Jetzt sag bitte nicht, ich weiß es nicht. Das weiß man. Wenn man jemanden toll findet, weiß man, was man toll findet. Ich finde seinen Charakter ja toll. Stopp. Was ist sein Charakter? Sein Charakter ist, dass er nett ist, dass er auch auf Probleme eingeht, wenn ich ihm welche erzähle. Mhm. Dass er mir auch ansieht, wenn es mir nicht gut geht. Ja, wobei er dich ja nicht oft sieht, aber egal. Genau, aber auch wie ich schreibe, wenn ich ihm maile. Ne? Also ich merke schon, das funktioniert eher schriftlich, diese Beziehung, ja, als denn, wenn ihr euch direkt seht. Ja, und das stört mich eben halt, wie ich dann die Kurve kriege zum Normalsein. Ihm halt ihm zu zeigen, wie ich normal bin. Ich habe es jetzt letztes Mal probiert gehabt und sie meinte ihm auch so, ja, muss es mir auch ein bisschen einfacher machen und auch mich mal wieder ansprechen und sagen, ja, hier, erzähl mal was von deinem Tag. Ja. Er hat es ja auch irgendwie schon aufgegeben, dass ich nicht rede und ja. Ja, eine ziemlich vermurkste Angelegenheit, ne? Jetzt lass uns mal über den anderen reden. Mit dem anderen bist du jetzt seit 2 Monaten zusammen. Ja, aber das intensiv. Also würdest du sagen, richtig zusammen? Ja, da schon eher, weil wir uns eigentlich jeden Tag sehen. Und ist das schön, mit dem zusammen zu sein? Doch, ja. Ist es schön, mit dem im Bett? Ja, besser als, es ist schon vertrauter, weil ich ihn ja jetzt jeden Tag eigentlich gesehen habe, ne? Aber der eine weiß nichts vom anderen und der andere nichts vom einen. Genau. So, das allein ist ja schon ein Unding. Genau, ja. Also muss Melanie klar einen Tisch in ihrem Leben machen. Ja. Indem sie ganz schnell sich entscheidet, was sie will und was sie nicht will. Und wenn sie sich nicht entscheiden kann, muss sie den Mund aufmachen und beiden Jungs erzählen, dass da noch ein anderer Junge ist. Und ja, dann habe ich ja wieder Angst, dass ich beide verliere. Ja, gut. Das ist halt das Risiko. Du, im Moment spielst du mit den Männern ja auch. Und du verarschst die beiden. Du würdest auch nicht gerne so verarscht werden von einem Mann. Ja, natürlich nicht. Und du belügst den einen so wie den anderen auch. Ja. Ja, ich weiß. So, ja. Ich weiß, das Problem ist eben halt nur bei dem einen, den ich jetzt hier habe, der ist nett und lieb, aber bei dem funkt das eben halt nicht. Und der andere. Ja, aber bei dem anderen funkt das doch auch nicht richtig. Was du mir gerade erzählt hast, ich höre daraus, dass man mit dem nur gut chatten kann, schreiben kann oder mailen kann. Ja, weil ich immer halt die Angst habe, dass er da immer halt auch noch eine Frau und Kinder hat, ne? Du hast die Angst, dass da Frau und Kind ist? Dass er eine Frau und ein Kind hat eben halt. Ich weiß ja nicht, was 150 Kilometer weiter weg ist, ne? Du hast ihn aber noch nie gefragt, ob er... Ja, daher spielt das ja dann eben halt runter und sagt, ja, ich habe 3 Kinder und ja. Als Scherz sagt er das so, oder? Genau. Aber offiziell ist er solo. Ach, aber Melanie, das ist wirklich Kindergarten. Das ist wirklich Kindergarten. Du musst jetzt sehen, dass du da eine Linie für dich findest. Du hast recht, ich weiß. Und die Entscheidung kann dir kein Mensch abnehmen, ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, dass das nicht in Ordnung ist, was du gerade da veranstaltest. Und wenn du mit dem anderen, mit dem du jetzt 2 Monate zusammen bist, eigentlich ein ganz gutes Einvernehmen hast und dich gut mit dem verstehst und im Bett läuft es gut, würdest du denn sagen, dass du in den auch verliebt bist? Ja, ich weiß, es kribbelt nicht, aber es ist eben halt so eine Vertrautheit da. Es könnte ja sogar sein, dass beide nicht die richtigen sind. Kann ja auch sein. Ja. Da hast du dir irgendwelche an Land gezogen und der eine ist vielleicht in der Richtung ganz nett und der andere in der, aber so der Knaller sind beide nicht. Ist ja auch möglich. Ja, du wirst wahrscheinlich recht haben. Also, eine Entscheidung muss her oder eine Offenheit. Und das muss alles ganz schnell passieren. Okay. Mach ich. Ich wünsche gute Entscheidung, richtige Entscheidung. Ja, vielen Dank. Gutes Gelingen, Melanie. Danke. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Waldgeschichten. Ja, ihr habt richtig gehört, Wald, so wie Bäume, Waldgeschichten. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr im Wald vielleicht schon erlebt habt. Das können Unfälle sein, es können Überfälle sein, es kann ein Jagdunfall sein. Vielleicht hat der ein oder andere sich von euch schon mal auf einer Reise in Kanada oder in Amerika, in Skandinavien im Wald verirrt. Oder in Russland im Wald verirrt. Vielleicht hat jemand von euch schon mal im Dschungel gelebt, längere Zeit. Oder vielleicht hat der ein oder andere auch schon wilden und sehr ungewöhnlichen, hemmungslosen Sex im Wald gehabt.
über den es sich lohnt zu reden. Also, ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr mit Wald verbindet, was ihr im Wald oder wegen des Waldes schon erlebt habt. Ihr könnt uns wie immer morgen natürlich ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen hier alle geschaltet, oder ihr mailt uns rund um die Uhr unter domian@wdr.de, Thema Waldgeschichten morgen in unserer Sendung. Heute freie Themennacht und weiter geht es mit dem Raphael, und Raphael ist 26. Guten Morgen, Raphael. Ja, guten Morgen. Hallo, Raphael. Um was geht's bei dir? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also letztendlich ist es, sage ich mal, ein aktuelles Beziehungsproblem. Mhm. Und das Problem fängt eigentlich mit meiner alten Beziehung an, kann ich sagen. Mhm. Also ich bin Schuhfetischist. Schuhfetischist? Richtig. Ja. Kannst du damit was anfangen, oder? Na, du stehst erstmal sehr auf Schuhe. Richtig. Ja. Die Frage stellt sich jetzt, auf was für Schuhe? Auf Damenschuhe. Und da habe ich mir auch schon gedacht. Ja, also das ist so. Was für Damenschuhe? Plateauschuhe überwiegend. Plateauschuhe, die mit den dicken, fetten Sohlen. Richtig. Ja. Farbe? Das ist unterschiedlich. Und sollten es Schuhe oder können es auch Stiefel sein? Auch Stiefel. Auch Stiefel. Stiefel auch. Mhm. Also geht in Richtung Dominanz und Devotion. Wenn das, ja. Aber das ist eigentlich nur ein Teilgebiet, sage ich mal. Das ist nicht der entscheidende Punkt, würde ich jetzt sagen. Erzähl erst mal ein bisschen. Ja, also man könnte sagen, meine Beziehung ist unter anderem deshalb gescheitert, weil ich meiner Ex-Freundin nicht ausleben konnte, sag ich mal. Mhm. Und die Beziehung ging knapp 8 Jahre. Oh, so eine lange Zeit. Richtig, und ich habe kurz nach der Trennung eine sehr attraktive Frau kennengelernt, mit der ich mittlerweile zusammen bin. Mhm. Die alte Sache ist noch nicht ganz abgeschlossen, muss ich sagen. Wann hast du dich denn, oder wann habt ihr euch getrennt? Ist jetzt knapp 4 Monate her. Mhm. Und wer hat sich da von wem getrennt? Ich habe Schluss gemacht. Ja. Mit großen Schmerzen ihrerseits, oder? Ja, schon. Sie hätte gerne noch weiter schon mit dir zusammen gelebt? Hätte sie gerne, ja. Ja. Sie wusste aber von der Sache mit den Schuhen? Sie wusste von der Sache. Das ist auch nicht der einzige Grund, also... Ein weiterer Grund ist, dass sie einfach insgesamt zu wenig für mich da war, aber das mit der Fetischgeschichte ist eben ein Teil von dem nicht dafür da sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wenn ihr 8 Jahre zusammen wart, ich gehe mal davon aus, dass du vor 8 Jahren diesen Fetisch noch nicht hattest. Da warst du erst 16. Oder doch schon? Vor 8 Jahren, ja, doch schon. Also, nee, ich war, ja, es war noch in den Anfängen, aber ich habe es ihr relativ bald am Anfang schon gesagt. Und das hat sie nicht geschockt? Nee, das ist ja, ich denke, es gibt schlimmere Fetische, würde ich mal sagen. Ja, aber es war definitiv so, dass du das nicht mit ihr hast ausleben können. Sie hat da nicht mitgemacht. Sie hat versucht, aber hat sich sehr, sehr schwer getan, würde ich mal sagen. Und dann hat man ja eben auch nicht, sag ich mal, seinen Spaß dabei. Ja. Wie lebst du? Was ist für dich optimales Ausleben dieses Schuhfetischismus? Also, eine optimale Geschichte ist im Prinzip, wenn sie die Rolle der Herrin einnimmt, sag ich mal, und nicht ihr Sklave zum Beispiel. Ach so, da kommen also dann, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, so SM-Rollenspiele dazu? Geht in die Richtung, ja. Und sie soll natürlich dann, wenn sie Herrin ist, die Plateauschuhe anhaben. Genau. Und dich möglichst ab und zu mal in den Hintern treten damit. Ja, nee, nicht ganz so, aber... Aber so die Richtung. Es geht in die Richtung, sagen wir mal, ja. So, jetzt hast du eine neue Freundin, eine tolle Frau. Sehr, ja. Wo ist jetzt die Problematik? Ja, also das sind, wie soll ich sagen, wir sind jetzt schon, sag ich mal, sehr eng miteinander zusammen, und ich habe das Gefühl, dass ich so im Moment einfach so viele Probleme habe. Also das ist nicht nur die alte Geschichte, sondern mein Vater ist krank, meine jetzt neue Freundin ist hat auch gesundheitliche Probleme, mit denen ich noch nicht so ganz zurechtkomme. Was hat sie? Sie hat Multiple Sklerose. Oh. Hm. Und also mein Vater hat vor kurzem Krebs diagnostiziert bekommen. Ich habe, Schulden gerade. Mein Studium ist ziemlich anstrengend und für mich wird es halt schwer, sich auf die neue Beziehung einzulassen. Aber ich will es auch, sag ich mal, nicht aufgeben, auf keinen Fall, weil es halt, also sie gibt sich zum Beispiel mit der Fetischsache sehr Mühe. Das heißt, du hast sie gleich eingeweiht, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, das mache ich immer gleich. Ja. Na, und immer gleich, so viele Gelegenheiten hattest du ja noch nicht bisher. Ja, das ist schon richtig. Ja. Aber ich denke, es ist einfach ein wesentlicher Teil von mir, deshalb muss ich es auch preisgeben. Mhm. Also, kann sie mitmachen? Ist sie ein bisschen ähnlich gestrickt wie du? Also es scheint ihr immer mehr Interesse, oder sie bringt immer mehr Interesse dem gegenüber. Ja. Jetzt versuch mir doch nochmal klar, genau zu sagen,
was die Problematik im Moment ist. Ich habe das hier so verstanden, dass du mit ganz auf ganz vielen Feldern zu tun hast im Moment. Da ist die Vergangenheit, da ist der kranke Vater, da ist deine Freundin, die auch erkrankt ist, aber ist das alles noch nicht so neu? Was ist jetzt so das zentrale Problem? Das lässt sich schwer auf den Punkt bringen. Also ich würde sagen, wir sind im Moment vielleicht sogar zu eng zusammen. Also ich habe eigentlich eher die Befürchtung, dass ich ihr im Moment nicht gut tue, weil ich mich nicht so gut auf sie einlassen kann, wie sie das gerne hätte. Mhm. Also sie sitzt auch gerade neben mir. Ach, sie sitzt neben dir? Sie sitzt neben mir, ja. Wäre sie bereit, ein paar Worte mit mir zu sprechen? Weiß ich nicht. Frag sie mal. Ja, willst du mit ihm sprechen, oder? Sie überlegt gerade noch. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wie heißt sie? Sandra. Sandra. Ja, sie zögert noch, aber ich gebe dich einfach mal. Ja. Hallo Jürgen. Hallo Sandra, entschuldige, dass ich dich jetzt überfalle. Das war wahrscheinlich gar nicht geplant, dass wir beide jetzt sprechen. Aber ich finde es nett, dass du dich dazu bereit erklärst. Jetzt hast du ja mitgehört, was Raphael gesagt hat. Und ich bin so ein bisschen noch unsicher, wo so sein Hauptproblem liegt. Kannst du mir das vielleicht ein bisschen erklären? Ja, ich denke einfach, dass es ihm alles zu schnell geht und einfach alles zu viel ist gerade. Ja. Wie stehst du denn zu der Beziehung? Was bedeutet dir Raphael im Moment? Ja, also ich muss sagen, klar ging es schnell und so. Bitte? Es ging halt schnell mit uns, sag mal so. Wir haben uns kennengelernt und ja, es ging halt schnell und schnell ins Bett und er war halt... Ging es zu schnell? So überrumpelt worden vielleicht von mir. Ach so, dass er von dir überrumpelt wurde. Ja, glaube ich schon. Nicht umgekehrt. Nee. Weil ich bin ja eigentlich offen für eine neue Beziehung. Ja. Das heißt, dir tut der Kontakt mit Raphael gut im Moment? Ja, der wird mir vielleicht gut tun, wenn ich das halt nicht wüsste, was ihn das alles belastet. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass er auch noch nicht richtig Abschied genommen hat von seiner Ex-Freundin? Ja, eben. Was hängt denn da vielleicht noch in der Luft? Was ist dein Eindruck zwischen ihm und der Ex-Freundin? Keine Ahnung, also ich denke, das ist halt eine lange Zeit, die zusammen waren. Das ist ja lange, 8 Jahre, und ja, da verabschiedet man sich auch nicht so ganz schnell. Ich würde sehr gerne mit dir gleich weitersprechen. Gib ihn mir doch mal eben rüber. Ich möchte ihn auch nochmal auf die Freundin ansprechen, auf die Ex-Freundin. Ja. Okay. Raphael, ich hatte gerade die Sandra gefragt, wie ist das mit der Ex-Freundin? Denkst du noch viel an die Ex-Freundin? Kann das auch sein, dass dich das so ein bisschen bremst und belastet? Also es trägt mit Sicherheit einen Teil dazu bei, das kann ich sicher sagen. Was ist da noch? Ja, ich würde sagen, ich bin auch einfach nicht so schnell, generell nicht. Also das war ich auch früher nicht. Also die Beziehung davor zum Beispiel, die Anlaufzeit, das war ein Jahr ungefähr. Ja. Ich kann mich einfach nicht so schnell auf jemanden einlassen. Ja, Sandra sagt auch gerade schon, dass sie den Eindruck hat, dass sie dich ein bisschen überrumpelt hat. Stimmt das? Was heißt überrumpelt? Das kann man jetzt auch nicht ganz ihr in die Schuhe schieben. Nee, aber das, wenn sie den Eindruck jetzt so hat? Ja, man könnte das schon so sagen, vielleicht. Also die Sache ist, man kann halt schlecht wieder zurückgehen und sagen, okay, wir vergessen jetzt mehr oder weniger, was wir haben zu tun, uns nochmal neu kennenzulernen zum Beispiel. Lass mich nochmal zu deiner Ex-Freundin etwas fragen. Du möchtest aber auf keinen Fall zu deiner Ex-Freundin zurück. Sagen wir mal so, ich habe nicht grundlos Schluss gemacht. Also ich kann nicht für immer sprechen, aber im Moment würde ich es nicht wollen. Nein. Ja. Ist da noch Liebe, ein Liebesempfinden für deine Ex-Freundin? Mit dem Begriff tue ich mich sowieso immer schwer. Also ich würde jetzt spontan Nein sagen. Wobei in der Tat das sehr schwierig ist zu sagen, wenn man so lange zusammen war. Und das sind ja, wenn es nicht in einer Katastrophe geendet hat, sind natürlich immer noch Gefühle da. Das ist ja auch völlig normal. War keine Katastrophe. Denkst du oft an sie? Eigentlich nicht. Habt ihr Kontakt? Es gibt Zeiten, wo ich dran denke, aber jetzt nicht permanent oder so. Habt ihr Kontakt? Telefoniert ihr oder so? Sie will erstmal keinen Kontakt und wollte sich irgendwann mal wieder bei mir melden. Was auch sehr klug ist, glaube ich. Ja, das ist ja klar. Das hat aber, insofern ist es ein Problem, dass ich dann halt mit der Sache auch nicht.
Eltern nicht abschließen kann, weil ich halt weiß, okay, ich würde mich irgendwann nochmal melden und mit mir reden wollen. Achso, du würdest gerne reden? Naja, ich würde es halt einfach gerne, ja, wirklich einen richtigen Schlussstrich drunter setzen, sagen wir es mal so. Was wäre denn ein richtiger Schlussstrich für dich? Keine Ahnung, wenn wir beide zu der Einsicht kommen, dass es wirklich das für immer das Beste war, sagen wir es mal. Mhm. Diese Einsicht habt ihr gemeinsam noch nicht gewonnen. Also ich für mich hatte den Eindruck schon, also ich habe sie auch aufgrund dieser Fetischgeschichte mehrmals betrogen eigentlich. Mhm. Davon weiß sie nichts und das ist auch, das wollte ich eigentlich gestern sagen, das ist auch ihre Lüge, sag ich mal, die ich nicht bereue, weil es würde ihr nichts bringen und mir nichts bringen, wenn ich ihr das sagen würde, denke ich zumindest. Mhm. Wenn du jetzt deine Gefühle zu Sandra beschreiben solltest, versuchen wir das mal ein bisschen vielleicht differenziert zu sagen. Ja, was mir als erstes da in den Kopf kommt, ist, dass ich einfach Angst habe, ihr weh zu tun. Ich möchte sie einfach nicht verletzen und das ist auch der Grund, warum ich erstmal noch so ein bisschen auf Abstand eigentlich aus bin. Was würde sie denn verletzen, deiner Auffassung nach? Naja, wenn ich mich in ihre Situation begebe, dann verletzt sie es wahrscheinlich zum einen, dass ich sie auf Abstand halte und zum anderen, dass die alte Sache noch nicht abgeschlossen ist und auch die anderen Sachen, die noch bei mir einfach mir es erschweren und mir im Weg stehen, dass ich mich einfach ihr gegenüber nicht so viel öffnen kann, wie ich es wahrscheinlich gerne oder auch erwarten könnte. Raphael, gibst du sie mir nochmal? Ja, klar, gern. Gerne. Hallo. Jetzt hast du gerade mitgehört, ne, was er gesagt hat. Ja. Verletzt er dich dadurch, dass er noch nicht vielleicht so ganz abgeschlossen hat mit der alten Beziehung, dass er vielleicht noch nicht so ganz bei dir ist, dass er auch andere Dinge noch zu regeln hat in seinem Leben und sich nicht so ganz auf dich konzentrieren kann? Verletzt er dich damit? Ja, irgendwie mit der Ex-Freundin schon. Mhm. Ja. Andererseits kann man es ja auch verstehen, ne? Die beiden waren 8 Jahre zusammen, das war eine Jugendliebe, dass man das nicht so rapzap beenden kann. Ich glaube einfach, blödes Timing halt. Ja, ja, das kann schon sein. Aber nun ist es so, wie es ist. Was wäre denn dein Traum, dein Wunsch, was euch anbelangt? Ja, dass er das endlich irgendwie, dass die beiden sich vielleicht aussprechen. Mhm. Dass er wirklich vielleicht so emotional für mich frei wird. Ja. Nun hat er gerade erzählt, dass sein Vater an Krebs erkrankt ist und dass ihn das auch sehr belastet. Mhm. Wie empfindest du das? Ja, wir reden nicht so oft drüber. Warum nicht? Vielleicht wäre es gut. Ich meine, ihn belastet das ja wirklich. Es ist sein Vater. Er hat Angst, er wird sich um den Vater kümmern, er wird sich 1000 Gedanken machen. Und da ist es schon toll, wenn man als Freundin, als neue Partnerin eben da auch Gesprächspartnerin ist und sich mit ihm austauscht. Und wenn er das Gefühl hätte, er kann das bei dir auch alles so erzählen. Er kann seinem Herzen da vielleicht auch Erleichterung verschaffen. Das kann er auf jeden Fall. Ja, vielleicht solltest du ihm das auch nochmal so richtig sagen. Vielleicht ist er auch zu vorsichtig, weil er dich nicht damit belasten möchte. So einen Eindruck habe ich. Vielleicht müsstest du einfach sagen, pass mal auf, Raphael, sag mir das. Das ist dein Leben und dein Leben ist mir wichtig. Er hat gerade gesagt, dass du auch erkrankt bist, dass du MS erkrankt bist. Mhm. Wie stark ist die Erkrankung schon fortgeschritten? Nicht stark. Das heißt, du kannst damit leben und hast dich damit arrangiert. Mhm. Ja. Ich glaube, Sandra, dass du ihm vielleicht auf der einen Seite noch mehr signalisieren solltest, dass er einfach sich auch öffnen kann bei dir, dass er reden kann bei dir. Ich glaube, das ist das Einfache, was du tun, was für dich einfach ist. Was für dich schwierig ist, das sehe ich ein, aber ich glaube, das ist der einzige Weg. Dass du ihm eine gewisse Freiheit geben musst, sich zu lösen von seiner Freundin, ohne eifersüchtig dabei zu sein. Ja. Ich glaube, das ist der große, da musst du sehr souverän mit umgehen, da musst du ihm eine Freiheit lassen. Stimmt. Und so, dass er nicht den Eindruck hat, dass dich das belastet. Da braucht er einfach Zeit und Ruhe. Ja. Jetzt gibst du ihm mir bitte nochmal, Sandra, und ich wünsche dir schon mal alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Könnte ich noch Autogrammkarten kriegen? Ja, wir rufen euch gleich nochmal an wegen der Anschrift. Oh, super.
Okay. Danke. Gib mir nochmal kurz den Raphael. So, hallo. Hast du es mitgehört, was ich gerade gesagt habe, Raphael? Nein, gar nicht. Ja. Ich hatte gesagt, dass die Sandra dir etwas mehr Freiraum geben sollte, damit du dich von deiner Freundin und deiner 8-jährigen Beziehung verabschieden kannst. Und ich finde von deiner Seite aus, dass du ihr durchaus zumuten kannst, ihr alles zu erzählen, auch was dich belastet, bezüglich deines Vaters zum Beispiel. Und sie sagte gerade, dass sie das auch gerne möchte. Ja, ich meine, schau mal, nach so kurzer Zeit schon auch bei dir anzurufen und ich meine, ich gebe mein Innerstes preis, ja. Ich meine, das zeigt ja auch irgendwo, dass es mir, denke ich mal, wichtig ist, ja, genau, dass ich sie auch nicht verletzen will. Ganz genau, ganz genau. Viel wert. Und ganz genau. Ich meine, dass es im Bett zum Beispiel passt, ist ja auch eine wichtige Sache. Und das scheint auf jeden Fall sich gut zu entwickeln. Ich möchte mal noch einen Tipp, einen Vorschlag machen. Ja. Wir rufen euch ja sowieso jetzt nochmal zurück wegen der Anschrift. Ja. Meine Psychologin gibt euch noch eine Adresse für eine Beratungsstelle. Für den Fall, das muss ja nicht unbedingt sein, aber für den Fall, dass ihr überlegt, vielleicht ist es gut, nochmal ein, zweimal mit einer neutralen Person, in der Anwesenheit einer neutralen Person zu reden. Dann habt ihr einfach eine Adresse und könnt da hingehen. Für mich ist auch in Sachen mit dem Fetisch interessant, also ob man das vielleicht therapieren sollte oder ja, keine Ahnung, das belastet mich halt schon, ja, irgendwo, sag ich mal, ja. Das können wir jetzt hier nicht mehr vertiefen. Klar, natürlich. Wir machen es so, du legst auf und wir rufen zurück und alles Weitere besprichst du mit meiner Psychologin, mit der Anja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall mal. Alles Gute, Raphael. Ja, dir auch. Schön. Dankeschön, auch. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sebastian. Sebastian ist 19. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Sebastian. Was ist dein Thema? Bei mir ist es so, dass ich viele Sportwetten mache. Sportwetten? Sportwetten, genau. Zum Beispiel? Fußball. Nur Fußball? Also das ist überwiegend Fußball, ja. So im privaten Rahmen oder? Ja, genau, in überwiegend Cafés, wo ich reingehe. Ja. Und wo ich dann halt verschiedene Spiele mit dementsprechend viel Einsatz dann wette. Also du wettest dann mit Leuten, die du kennst oder auch mit Fremden? Auch mit Fremden. Auch mit Fremden. Also man lernt dann eine gewisse Gruppe kennen, aber es sind überwiegend fremde Leute. Die, ja. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, ist das legal? Nein. Nein. Also es ist sicherlich die offiziellen großen, Odds-Set und Bet and Win, aber den Rest, das ist nicht mehr legal. Also das, was du da tust, ist illegal? Was ich mache, ist illegal, richtig. Um wie hoch belaufen sich die Wetten? Also bei mir ist es so, dass ich also seit der WM mit 4.000 Euro überschuldet war, aber jetzt noch 2.200, also es sind 1.800 Euro noch offen bei ihm und 2.200 habe ich bis jetzt bezahlt. Es ist aber nur eine Person, bei denen ich diese Schulden habe. Ja. Und der Grund auch, warum ich anrufe, ist, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, auf diese Wetten, weil es mich tierisch belastet. Wie lange läuft das denn schon? Also Wetten allgemein tue ich jetzt etwas über 1,5 Jahre. Und dass ich so tief reingefallen bin, ist also bei einem Spiel in der WM passiert, bei der Weltmeisterschaft. Bei welchem Spiel? Beim Spiel Spanien gegen Frankreich. Wie war deine Prognose? Meine Prognose war, dass Frankreich gegen Spanien ausscheidet. Egal mit was für ein Resultat, egal wann, nach Elfmeterschießen oder regulär. Mhm. Und da habe ich halt eine ganze Menge an Geld verloren. Und raus kam dann? Dass Frankreich weitergekommen ist. So. Haben ja im Finale gegen Italien dann gespielt, ne? Bist du Schüler noch? Ich bin momentan einfach nur, ich arbeite auf 400-Euro-Basis in der Altstadt als Kellner. Ah ja, das heißt, du hast wenig Kohle und da sind ein paar tausend Euro Schulden schon wirklich eine ganze Menge Geld. Ganz genau, und das ist auch der überwiegende Grund, warum ich das halt auch mache, ne? Achso, weil du die Hoffnung hast, dass du damit dann einfach Geld verdienst. Genau, richtig. Wobei du jetzt die Grunderfahrung gemacht hast, dass du da ziemlich reingerissen wirst, ne? Genau. Also weil ich halt wenig im Monat zur Verfügung habe, denke ich mir immer wieder, ja, wenn das jetzt kommt, dann hast du ein bisschen mehr. Das ist natürlich immer das Verlockende bei all diesen Sachen, die man in dieser Richtung machen kann. Ganz genau. Und zu 90%, 95% hat man das Nachsehen und reitet sich noch mehr in den Schlamm rein, als man schon überhaupt drin ist. Weißt du, wie oft ich mir das schon gesagt habe? Weißt du, wie oft ich da schon vorstand und als ich verloren hatte, jetzt hör auf. Redest du? Ich weiß nicht, warum ich es mache. Ich weiß wirklich nicht, warum ich es mache. Es macht ja wirklich keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr oder wenn du dabei erwischt wirst, droht ja auch noch eine ganz normale Strafanzeige.
Also es ist so, du meinst, es ist, dass man sich, dass man in ein Café reingeht, da kann jede Person rein, auch Polizei, auch Ordnungsamt. Mhm. Und entweder steht dann halt ein Kühlschrank großer Automat dort, wo man halt dementsprechende Tipps abgeben kann und dann die Geldscheine unten rein tut. Oder halt, es sind private Männer da, die du so nie bekommen würdest. Es hat mir ein Bekannter gesagt, ich soll zur Polizei gehen, weil er das Recht auf das Geld nicht hat. Weil es nichts Schriftliches gibt und weil es halt mit illegalen Mitteln ist. Aber wenn ich das machen würde, dann also es ist auch nicht mit Leuten zu spaßen, die da halt drin sind. Ne? Aber es könnte sein, wenn zufälligerweise da jemand ist, jemand, der das beobachtet, dass du eine Anzeige, dass auch du eine Anzeige an den Hals bekommst. Das kann sehr gut sein. Das könnte auch noch passieren. Das heißt, du hättest dann auch diese ganze Problematik auch noch. Das auch, ja. Kannst du mit irgendjemandem darüber reden? Oder reden wir jetzt zum ersten Mal? Also. Redest du mit mir zum ersten Mal so darüber? Mit meiner Freundin. Ach, mit der Freundin? Mit der Freundin. Da bin ich auch froh, dass ich sie habe. Und die bremst dich und die, was sagt die? Also, ich bin jetzt mit ihr seit knapp 2 Monaten zusammen. Und seitdem mache ich es eigentlich nicht mehr so oft wie vorher. Weil sie es nicht will? Ich denke nicht, dass sie es will, aber ich würde es auch machen, wenn sie es nicht wolle. Wollte. Aber was sagt sie denn? Sagt sie, hör auf damit? Ja, das sagt sie auch. Das sagt sie, definitiv. Ja. Also sie sagt nicht, okay, mach weiter oder ich komme sogar mit, das sagt sie nicht. Nein, sie hat Angst, dass ich halt, wie du gerade sagtest, dann irgendwie von der Polizei oder vom Ordnungsamt erwischt werde. Oder halt derjenige, bei dem ich diese hohe Summe offen habe, er mir was tut. Ne? Ja. Oder dass du natürlich noch weiter absackst, dass du noch mehr Schulden hast. Ganz genau. Und dann eventuell auf noch blödere Ideen kommst. Ja, ich habe schon auch, ich habe schon so oft nachgedacht, wie ich halt ihm das Geld zurückzahlen kann. Aber da gibt's bei mir eben immer noch eine Welle oder eine Grenze, wo ich sage, nee, das reicht. Das heißt, du warst schon, also in Gedanken hast du schon mal überlegt, was zu tun? Was, ja. Sag mal, ein Beispiel, du hast es ja nicht gemacht, insofern ist es ja nicht schlimm, aber nur um zu verstehen, wie weit du schon bist im Kopf. Also im Kopf bin ich schon so weit, dass ich schon überlegt habe, nicht hier in der Gegend, hier gibt es ja mehrere davon, Tankstellen zu überfallen. Also so weit geht er schon, wenn er da sitzt und er hat mich jetzt vor 2 Wochen angerufen und hat zu mir gesagt, dass ich mich sputen soll, sonst gibt es tierischen Ärger und dass er die Schnauze voll hätte. Und er hat so einen tierischen Druck am Telefon aufgebaut, dass mir wirklich Angst wurde, ja. Und bange. Und da habe ich halt überlegt, wie man halt schnell an Geld kommen kann. Ja, und genauso passiert es dann. Genauso ist diese Spirale, die einen immer mehr in die Gosse zieht. Mensch, Sebastian, ich bin froh, dass du anrufst. Und ich bin auch froh, dass du so eine Freundin hast, die offensichtlich so eine Meinung hat, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist höchste Alarmstufe angesagt. Noch kannst du das Ruder rumreißen. Das ist ziemlich scheiße, die da gelaufen ist, aber du kannst es noch rumreißen. Mach bloß nicht solche Sachen. Du machst ja alles kaputt, du machst ja den ganzen Zug. Du bist erst 19 Jahre alt, ne? Du machst ja alles kaputt. Du machst dir alles kaputt. Setz alles legal dran, dass du diese Schulden zurückzahlst. Job, bis du umfällst. Mach alles Mögliche. Da habe ich auch in den letzten Wochen die Fehler gemacht, dass ich halt mir den auf gut Deutsch den A aufgerissen habe, um halt Geld zu bekommen. Habe noch weit, hab mir Schichten geben lassen und dann bin ich halt. Teletext habe ich durchgesäppt, habe ein paar Spiele gesehen und dann ist es wieder passiert. Ne? Ja, genau so darf es nicht passieren. Genau, aber genau das. Wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, ich will das jetzt auf legalem Wege zurückzahlen, dann musst du das verdammt nochmal auch zäh durchziehen. Und das kannst nur du schaffen alleine. Da kann dir jetzt auch keiner mehr helfen. Das musst du nur für dich entscheiden. Weil du bist am Arsch, wenn du dich da reinreißen lässt. Stell dir mal vor, du überfällst eine Tankstelle. Bist du vorbestraft, kommst du vielleicht sogar in den Knast. Du kannst doch deine ganze, ich weiß ja nicht, was du so traummäßig, zukunftsmäßig vorhast. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, nein. Bis jetzt bin ich auch noch streng am Suchen, ganz hart am Suchen. Aber also das steht alles an. Das ist alles noch offen so. Und stehen, ja. Kannst du dir nicht, was möchtest du gerne lernen, wenn du lernen könntest, wie du möchtest? Das ist auch witzig, ich wäre gern Polizist geworden. Du hast. Das ist ein Traumberuf, den ich habe, aber. Ja, was hast du für einen Schulabschluss? Ganz normalen Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Das wird also auch nicht reichen. Da muss ich gebe mir aber auch schon zufrieden, als Hauptsache eine Ausbildung habe. Ja. Also das lasse ich alles auch wegen der ganzen Scheiße schleifen. Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, sag ich dir. Wie? Ich will es auch einfach nicht mehr.
Ja, aber das ist doch schon mal ganz gut. Du willst es nicht. Du rufst ja an, du sagst mir das. Dir war klar, dass ich zu dir nicht sage, ja, also ist doch cool, machen wir weiter mit den Wetten. Bei dir klar, dass ich das nicht sage. Du hast deine Freundin neben dir, die auch sagt, stopp es. Wie ist es mit den Eltern? Wissen die Bescheid, was los ist? Also mein Vater hat, also ich habe auch auf der Bank viel überzogen. Mhm. Und das hat mein Vater beglichen. Mhm. Das ist das Einzige, was er weiß. Ich habe zu ihm gesagt, ich muss noch ein paar Sachen bezahlen. Mhm. Ich möchte aber auch, dass du respektierst, dass ich das nicht sage, was es ist. Mhm. Weil ich habe schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Und ich möchte wenigstens das alleine schaffen. Mhm. Wie ist das Verhältnis zum Vater? Das Verhältnis ist, es geht. Es geht. Es geht. Also es ist ein bisschen besser wie als... Als damals auf jeden Fall. Ja. Ist der Vater, hat er mittelmäßig Geld, viel Geld, wenig Geld? Er hat schon Geld, ja. Er hat schon viel Geld. So, dann wäre ja auch vielleicht eine Möglichkeit. Das wäre, aber ich möchte es nicht. Ja gut, dann musst du mal deinen Stolz, ich meine, Stolz hin, Stolz her. Es wäre nicht so schlimm, bei deinem Vater die Schulden zu haben und die da abzustottern, als die Schulden da in dieser Unterwelt zu haben. Und das mit der Stelle. Ich habe auch gesagt. Ja. Also ich habe in letzter Vergangenheit habe ich so großen Scheiß gebaut. Ich bin illegal ohne Führerschein mit einem Auto gefahren, habe einen Unfall gebaut. Mhm. Ich hab fast angefangen mit Drogen zu ticken. Mhm. Aber das mit den Drogen habe ich noch geschafft abzuwenden. Und das sind alles, ich hab bei Sexhotline angerufen, habe da eine riesen Telefonrechnung im Monat verursacht. Mhm. Und das hat alles mit Vater gerade gestanden. Und diese Scheiße, die ich jetzt gebaut habe, die möchte ich keine ausdrücken. Okay, so. Wenn du jetzt so stolz bist, zu deinem Vater zu gehen, dann sei auch ein Kerl genug und zieh das durch. Mhm. Wenn du merkst, dass das irgendwie vielleicht doch, dass du das nicht schaffst, dann wisch deinen Stolz zur Seite. Ich glaube, wenn dein Vater wüsste, wenn der hier zuhören würde, in was für einer hochheiklen Situation du bist, dann wird er sagen, komm, wie viel, es geht noch um 2000 Euro, oder was? Ja, genau, 1800. Ja, 1800, dann wird er da sagen, komm, Kredit von meiner Seite, aber du zahlst es mir zurück. Also es gibt nur die beiden Wege, Sebastian, wir müssen noch gar nicht reden. Entweder ziehst du es jetzt volle Kanne durch, alleine und konsequent auch, oder aber du, und das finde ich auch nicht so schlimm, ich würde gar nicht mal schlecht über dich denken, wenn du sagst, ich mach's über meinen Vater, ich kann's nicht anders. Aber das haben auch schon meine Freunde zu mir gesagt. Ja, eins von beiden musst du machen. Definitiv, mehr gibt's gar nicht zu reden. Ja. Das ist meine klare Meinung und da mehr kann ich dir nicht sagen. Ich wäre super, super froh, wenn ich in einem halben Jahr von dir eine Mail bekäme oder wir würden nochmal reden und du würdest mir sagen, ich hab's geschafft. Lasst uns bitte vor allem einmal in Kontakt zu bleiben. Ich würde es auch gerne machen. Ich würde dich auch gerne in einem halben Jahr nochmal anrufen und dir das sagen können. So, wir sagen mal so, vor Ostern werden wir beide nochmal telefonieren. Hm. Wir legen uns das hier jetzt auf Wiedervorlage und dann erzählst du mir, wie der Stand der Dinge ist. Und ich will verdammt nochmal von dir hören, dass es gut läuft. Ich will es von dir hören. Abgemacht? Abgemacht. Wenn wir beide jetzt uns gegenüberstünden, gibst du mir die Hand. Auf jeden Fall. Das ist ein Wort. Vor Ostern telefonieren wir wieder, Sebastian. Das machen wir. Ich freue mich drauf. Alles Gute und toi 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 und hau rein. Du mein, ich danke dir und dein Team von Herzen. Alles Gute. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Oliver ist hier? Nein. Hier ist Kahn, 36. Guten Morgen. Hallo, ja. Guten Morgen, Domia. Wie heißt du? Heißt du mit Vorname Kahn? Ja, richtig. Das ist ja lustig. Ja. Was ist das für ein, von wo kommt der Name? Ach, woher kommt? Aus Indien. Aus Indien? Aber du bist kein Inder. Doch. Doch. Lieber Kahn, um was geht's denn? Ja, ich habe ein Beziehungsproblem. Mhm. Und zwar, ich bin seit über 14 Jahren mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Mhm. Wir haben 3 Kinder. Mhm. Und vor circa 11 Jahren zog sie dann zu mir. Mhm. Ja, und nach einer Weile wünschte sie, dass wir einen Dreier haben. Ja? Sie wusste was? Dreier machen. Ach so. Mit einem anderen Mann. Ach so. Mhm. Ja. Wollte sie oder wollte sie? Sie wollte, ja. Sie wollte. Mhm. Sie wollte es, ja, und erstmal war ich abgeneigt. Aber dann ließ ich es zu. Und wir taten es. Mit einem anderen Mann, nicht mit einer anderen Frau.
Mit anderen Mann. Mhm. Mit anderen Mann. Mhm. Ja, dann bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen. Ja. Ja, und taten wir dann halt mit anderen Paaren. Ja. Und danach irgendwie war das nicht mehr für sie. Sie wollten einen weiteren Kick haben und dann gingen wir halt zum Singerclub. Mhm. Jo, und ja, Singerclub halt, das hat ihr auch gut gefallen am Anfang. Mhm. Hatten wir auch mit anderen Paaren, mhm. manchmal auch mit Einzelmännern. Mhm. Und ich bin richtig auf den Geschmack gekommen. Ja, das heißt, du hast du so eine leichte bisexuelle Ader entdeckt in dir? Nee. Das nicht? Absolut nicht. Das nicht? Hm. Nee. Aber es war schön, sie einfach zu sehen. Ja. Wie sie Orgasmus eins nach dem anderen erlebt hat. Mhm. In der Ekstase alles so mitgemacht hat. Ja. Wie wild sie war. Ja. Und diese Ader habe ich bei mir sie nie entdeckt. Ach so. Also wenn ihr beide alleine Sex hat, ist sie nicht so wild, wie wenn sie mit anderen hat? Nee, Sex mit mir war eigentlich nie ein Problem gewesen. Mhm. Das hat ihr immer gefallen. Ach so. Ja, ja, aber das Reiß auf einer anderen Haut, ja, das hat sie ihr einen großen Kick gegeben. Ja. Wo ist denn jetzt das Problem? Problem ist es, sie will es nicht mehr. Ach so, sie will es nicht mehr. Sie will es nicht mehr. Sie will keinen Sex mehr mit anderen Männern und mit sie will auch nicht mehr ins Swingerclub gehen. Swingerclub, ja. Aha. Aber mit niemanden halt will sie machen. Nur mit dir? Ja, nur mit mir. Ja. Aber ich will das nicht. Aber du bist auf, wie du sagst, auf den Geschmack gekommen. Richtig. Und du willst da jetzt, dass da andere Leute bei sind. Richtig, genau. Hm. Das ist jetzt mein Problem. Interessant ist ja, dass sie damit angefangen hat. Ja. Ihr habt das über viele Jahre ausgelebt. Richtig. Ne? Und warum will sie jetzt nicht mehr? Hat sie dir das erklärt, begründet? Ja, sie sagt ja, ich habe drei Kinder, ich habe meine Familie und für mich ist das halt dieses Leben vorbei. Ich will das nicht mehr. Also sie hat das ausgelebt und hat keinen Bock mehr drauf. Richtig. Irgendwie so. Wie alt ist deine Frau? 29. Ja, ist ja noch blutjung. Mm, ja. Da ist ja noch alles möglich. Richtig. Ja, nu? Jo. Jetzt habt ihr aber wirklich da eine Problematik, die schwer zu lösen ist. Sie will es, du willst es nicht. Sie will nicht mehr, ich will es. Ja, genau, ganz genau. Aber du schläfst nach wie vor auch gerne mit deiner Frau. Richtig. Also das hat nicht nachgelassen. Sag ich mal so für mich. Bitte? Es gibt keine bessere als sie. Ja, gut. Aber dann ist die Entscheidung doch klar. Dann wirst du dich einfach nach deiner Frau richten. Genau, das ist das schwer. Ja, aber wenn es deine Frau ist, wenn du sie liebst. Ich gehe mal davon aus, dass du sie sehr liebst. Richtig. Ja. Und wenn sogar der Sex nach 14 Jahren, was ja nicht immer so ist, weiß Gott nicht, noch so gut ist, dass du sagst, ich schlafe so gerne mit ihr. Ja, da musst du dich ja. Oder aber sie sagt, okay, Kahn, dann geh du alleine ins Fingerclub. Würde sie dem denn zustimmen? Jo, das würdest du stimmen, ja. Ach so tolerant geht das zu bei euch? Jo, da sind wir sehr offen. Ja, dann ist es doch noch einfacher, dann gehst du halt alleine. Nee, das macht mir keinen Spaß. Ach so. Ich möchte sie gerne sehen. Ja, gut, das geht nun mal nicht, wenn sie nicht will. Ja. Also, lieber Kahn, alles kriegst du mir auch nicht serviert. Also ich möchte es eigentlich auch nicht mehr. Von innen, wenn ich mal so mich beurteile, ich will es eigentlich gar nicht mehr. Aber es kommen immer wieder die Gefühle, wo ich mal richtig wild sehen will. Wo ich dieses Mimik, alles, was sie hat, ja, was andere sie geben kann, okay. Oder wie sie es erlebt. Einverstanden. Aber wenn du gerade, wie du gerade formuliert hast, eigentlich, wenn ich so ganz tief in mich hineinhöre, will ich es auch nicht mehr. Hm. Ja, Mensch, was reden wir denn noch? Ist die Sache doch klar. Aber wie komme ich aus dieser Sache dann los? Was heißt, indem du es einfach nicht mehr machst? Und gut, Fantasien haben wir alle, die verrücktesten. Und wir befriedigen auch nicht alle Fantasien, die wir haben. Dann hast du die Fantasie eben nicht befriedigt. Du hast eine tolle Frau, die liebst du. Du hast mit der Frau guten Sex. Was willst du mehr? Du hast drei Kinder, die du hoffentlich und wahrscheinlich auch sehr liebst. Richtig. Ja, ist doch super. Und solltest du irgendwann nochmal Bock haben, dann gehst du mal halt alleine eine Runde in den Swingerclub. Oder vielleicht ändert sich das bei ihr ja auch nochmal. Sie ist ja erst 29. Ich würde das Ganze erstmal so ruhen lassen
und würde mir die Beziehung nicht dadurch kaputt machen, dass du sie irgendwo reinzwingst und irgendwas bewirken möchtest, was sie gar nicht will. Ja, zwingen muss ich sie auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Weil es macht mir überhaupt gar keinen Spaß, wenn sie irgendwo unter Zwang gemacht wird. Na, aber, genau. Ja, es muss ja von innen kommen. So. So, lieber Kahn, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann, und die Sendung ist auch gleich vorbei. Ich wünsche dir und deiner Familie, deiner Frau alles Gute. Okay, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen heißt unser Thema Waldgeschichten. Was